Sie galten schon im alten Ägypten als Delikatesse. Wachteleier. Hier in Lätgenbrunn lebt Paul, der Wachtelflüsterer, mit seinen zurzeit 16 Wachteln und produziert die Delikatesse mitten im Spessart. Angefangen hat alles schon ganz früh. Als 10-Jähriger wird er von seinem Opa infiziert. Damals habe ich angefangen, weil mein Opa mit Hühnern angefangen hat und Geflügel gehalten hat. Und ich wollte dann mal was Kleineres ausprobieren, mit was Kleinerem anfangen. Und habe ich eigentlich viel Spaß dran gefunden. Damals hat Paul die ersten Vögel von seinem Taschengeld gekauft. Heute züchtet er den Nachwuchs selbst. Im Moment nennt er 4 Hähne und 12 Hennen sein eigen. Also ich finde es halt schön, mit so kleinen Tieren zu arbeiten. Und die sind, kann man auch mal in die Hand nehmen und kann mal mal anschauen schön. Die sind auch nicht so scheu, die kommen mal. Und dann das Einsammeln von den Wachteleiern, das ist jeden Tag fast wie Ostern, weil man immer die Eier suchen muss. Macht schon Spaß. Die Wachteleier, die kann ich ein bisschen verkaufen, kann mir ein bisschen was dazu verdienen, ein kleines Taschengeld, wenigstens das Futter bekomme ich raus und einen kleinen Gewinn habe ich auch noch dabei. Hier im sogenannten Regioladen in Lätgenbrunn kann man die Delikatesse erwerben. Neben frischen Wachteleiern hängt die Vertrauenskasse, eine wichtige Einnahmequelle für Paul. Nur das mit dem Vertrauen klappt nicht immer. Manchmal habe ich 20 Cent für 7 Packungen gehabt oder auch 30 Mal. Ich hatte auch schon mal, was weiß ich, Münzgeld vom Monopoly-Spiel drin. Zum Glück ärgert sich Paul nicht allzu lange über diese Gemeinheit. Doch für die Zukunft wünscht er sich, naja, dass vielleicht die Leute ehrlich sind und gut bezahlen, dass ich auch mein Futter rausbekomme und Geld habe, auch mal als Taschengeld. Paul widmet sich schnell wieder seiner großen Liebe, nämlich den kleinsten Hühnervögeln Europas und den Wachteleiern.